ihr auch da oder nicht? Ja, ich bin da. Ich bin jetzt in der Kehre. Okay. Ja, welche? Das war ja länger keine. Da war länger keine. Ich bin gerade am Kehren. Also ist ja keine Kehre, die dieses Kurve. Ui! Guck mal, Silvi. Ja. Könntest du eigentlich heute Abend mal meine Wäsche waschen, wa? Ja, unbedingt. Mal ein bisschen deine braunen Unterwäsche durchspülen. Nein, die sind alle schwarz, mit Zimtstreifen. Kann ich die auch auslutschen? Ich glaube, die Silvia steckt im falschen Körper. Aber also auch ein Mann will das nicht auslutschen. So war das nicht gemeint, oder Martin? Nee. Also das sind einfach die Krankenschwestern, das sind die größten Säue überhaupt, weil die schon alles hier in ihrem Leben hinter sich haben. Ja, also patiententechnisch. Oh, herrlich, guck mal da oben. Oh. Ja. Oh, oh. Runter. Grandes oh. Alpes. Ich möchte da nicht runterkommen. Oh, das haben wir ja gar nicht gesehen. Ja. Geht doch ganz schön ab. Oh, hör auf, ey. Aber ich blöde Kuh guck auch noch dahin. Ah, was sagst du? Schadschätzelei. Weggucken, ist er da. Jetzt boxe er. Hör ich auch schon, ja. Da hier, Freunde. Aber schönes Foto, sag ich euch dann nachher mal. Ja, hier, ne? Ja, die Gruppe, das war ich geil. Da, ja, sag mal, ja. Da war so eine ganze Stadt so in die Felsen eingebaut irgendwie, ne? Total geil. Ja. Ja, toll, du hast es auch nicht gesehen, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Nee, rote Felsen. Du musst hier nicht immer nur auf die Dings gucken, auf die Pinne gucken von den Fußrasten. Auf die Lippe, die gucken. Weißt du, was die Rote ist? Wir messen am Reifen 4 mm, wo man die Füße ist. Hat die richtig klein, warum scheiße, nur 2 mm, ey. Oh, irgendwas ist bei mir angegangen, warte mal. Was denn? Luftdruck. Ja? Luftdruck ist angegangen hinten. Nein, da passiert nichts. Guck mal nach. Viel Spaß. Ja, sieht gut aus bei dir. Ja? Das war einer auch schon mal. Also er blinkt und ja, zeigt nichts mehr an. Ja, guck mal. Ja, dann hat er das Signal verloren. Oder er hat das Ding verloren. Das wird hier bei dir im Rad. Ja, ich bleib mal hinter dir. Oh. Aber Martin, wie kommt er denn jetzt rüber, wenn man deinem Video sagt, Martin, was machen deine Nippel? Gut an oder mit der Klicks? Keine Ahnung. Noch eine Warnzeige anzeigen bei dir oder gar nichts? Der zeigt gar nichts an und blinkt auf der anderen Seite. Also der zeigt vorne 2,6, auf der anderen gar nichts und daneben in der Leiste blinkt er. Hast du den Dreieck? Gelbes Dreieck, okay. Mhm. Aber gelbes, kein rotes. Ja. Hast du schon mal rot gehabt bei dir? Ja. Noch ein Blatt. Als ich in den Nagel reingefahren bin. Okay. Ja gut, gelb heißt ja im Grunde kontrollieren, ne? Das heißt genau. Ich denke mal, wenn du da mal irgendwo anhältst, wenn du anmachst, ist das wahrscheinlich wieder weg, denke ich mal. Ja, oder schneller. Ja, du hattest ja gesagt, in 22 Kilometer kommt eine Tanke. Also spätestens da. Ach, jetzt werden wir Fahrzündung ausmachen. Warte, ich probier mal eben, ob's geht. Reifen sich hinten gut aus bei dir. Ja? Naja. Du merkst es ja, wenn er ein bisschen schwammig wird hinten, ne? Also noch sieht er rund aus. Och, kann das sein, dass das bei dir jetzt im Laufe der Jahre, jetzt war ja 2014, die Batterie leer ist, ne? Im Reifen. Ja. Von dem Sensor, das kann auch sein. Das würde passen. Ah, warte, jetzt hat er sich wieder gefangen. Und jetzt hat es alles aus, jetzt kontrolliere ich mal eben den. Ja, 2,9 hin. Ja. BMW hat das letzte Mal von alleine, weißt du? Das war das All-in-Paket, ne? Genau. Selbstheilungskräfte. Medipack. Oh.
BMW hat Medipack dabei. Ah, schön, guck mal runter hier. Ja, Martin, du nicht, du hast nach vorne gucken. Guck auf deine Nippel. Du hast einen Blindpassagier. Mach nicht so nah, der Baum. Aber. Du hast die Halle auf der Bremse gerade, ist das so, weißt du? Ja, ja, wollen sie doch. Also ist das hier rechts? Nein. Ach Leute, genau das haben wir vorgestellt, ist hier oben so, Franka. Ja, guck mal da, du musst auch öfters Wasser laufen, ne? Ja. Nee, das ist die Piste. Die schwarze, ja. Für meine guten Freunde. Das ist die dunkelschwarze, ist das. Bist du denn in Meierhofen schon die Dinges gefahren, die... Nein. Harakiri? Harakiri, nein. Ja. Muss ich auch nicht machen, ganz ehrlich, weil... Ja, das Problem ist, also das ist ein Radband. Da ist Eis. Genau, da ist sehr viel Eis. Genau. Und wenn du fällst, dann gibt's kein Halten, ne? Nein, 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 nein. Dann geht's paar hundert Meter runter und du kommst ja nicht zum Stehen. Kannst machen, was du willst, genau. Kollegen von mir, die schon jahrelang Skifahren, die sagten dann, das ist kein Thema, ne? Ja. Wir zeigen dir das, dann sind sie hochgefahren. Ich habe unten gewartet gefilmt, ne? Da kam sie dann rutschenderweise auf allen vier ganze Antwort. So, was los? Ja, da war Eis. Ich so, seht ihr, genau deshalb. Ich muss das nicht beweisen. Sowas brauche ich nicht. Ne? Das brauche ich nicht. Um zu sagen, ich bin die Harakiri runtergefahren. Ne? Ja. Ich bin die 3-4 Mal gefahren, aber dann habe ich auch geguckt, dass ich so, also Mittag, Nachmittag, um das schon ein bisschen. Ja, ja. Was mal aufgekommen ist. Ja, ja. Also morgens muss ich die auch nicht da unterheizen. Kletter mal, hey, mal auf. Boah. Ja. Jo. Jetzt fährst du den Tunnel hier schon normal jetzt, weißt du? Bei uns im Sauerland Borkheide, ey, Alter, guck mal hier. Ja, genau. Tunnel, Felsen. Oh, hier ist auch schön, ne? Mit dem Felsen daneben hier. Ja. Ja, wollte schon mal. Das ist immer die Scheiße, wenn du aus dem Urlaub wiederkommst. Dann ist zu Hause alles langweilig. Ja. Hier wohnen welche. Auto von vorne? Ja, hier wohnen die Höhlenmenschen wahrscheinlich. Ja, die haben bestimmt ihre Gartenlaube hier. So. Anlage. Schönes Haus in Anlage, wollte ich gerade sagen. Genau. Schwebergarten in Anlage. Martin, auf jeden Fall kannst du eine Party machen hier. Ja. Ja. Da kannst du eine große Bluetooth-Box nehmen. Muss nur Angst haben, dass der Steine runterkommt vielleicht. Oh, hier eine Seilbahn. Seilbahn, das ist Strom, ist es. Ja, Matze. Hast du eine Fliege geschluckt? Ja. Boah, ist das warm hier? 37 Grad. 27, meine ich. 30. Mach da, oder? Die noch Strecke ist noch mal ganz viele Radfahrer. Ganzes Rudel. Komplette Straße. Das ist ja Wahnsinn. Die Strecke ist bestimmt noch mal ganz anders, wenn du sie andersrum fährst. Ja. Da sind die rechts oben, ja, ja. Aber einmal links. Auf jeden Fall deine linke Hand ist so entspannt, ey. Ja, weil du nicht mal schalten musst mit der Hand. Merke ich gar nicht. Ja, weil du es nicht kennst. Naja, das ist Auto. Richtig. Auto. Also nie
wieder ohne. Nie wieder Motorrad ohne Tempomat, nie wieder Motorrad ohne Blipper, ohne Quickshifter. Nie. Ja, guck und frag mal die, die es nicht haben, die sagen alle, was soll der Scheiß? Die kennen es nicht, die kennen es nicht. Ja, und jetzt, und Chris will jetzt mal umsteigen und der hat alles auf, weiß ich nicht was. Also das ist doch wirklich hoch. Nein, ja, aber das ist ja jetzt nur provisorisch. Naja. Er wird sich dann auch wieder in Dingen holen mit Vollausstattung, glaub mir das. Er kehrt zurück, ne? Ja, das weiß ich nicht, aber er wird irgendwann merken, dass BMW doch halt das Geilste ist. Wobei eine Elfeken auch gut ist hier. Ne? Aber hast du da irgendwo eine Elfeken gesehen hier heute? Drei Stück, vier Stück vielleicht hier. Ne? Wenn überhaupt. Ansonsten siehst du hier nur BMW-Fahrer. Ja, die wissen schon warum. Ja, nicht doof. Ja, ich bin auch nicht total begeistert. Das ist für mich auch der erste Tour mit der BMW in so Ecken. Ach, ja, weißt du? Genau, ne? Stimmt. Für Lotzi auch. Für Lotzi auch. Ja, ist ja so. Letztes Jahr waren wir bei Österreich, Schweiz, Italien. Lotzi mit der BMW. Ja. Und das war es, vorher war Arno über uns. Das war sein erster Urlaub mit der Maschine. So. Ach so. Ja, ja. Ja, ihr kennt mich halt noch. Hast du auch früher nicht mit deinem Bruder oder so solche Urlaube gemacht? Nein, mit den Kollegen, Chris halt auch, hier Duisburg und sowas. Aber nicht mit der BMW? Nein, alles mit dem Triumph. Ja. Alles ist alles mitgebildet. Das war anstrengend, sag ich dir. Alter Schwede, ey. Vorsicht, Vorverdacht. Ja? Achso. Naja, aber allerdings jetzt kommen wir mit der Yamaha, ne? Also die Yamaha, die war okay in Österreich, ne? Da habe ich nichts gemerkt, ne? Obwohl wir lange Touren gefahren sind auch, wa? Ja, die MT, die war auch gut. Ja, die stehen ja auch gut. Ja, was ist denn hier passiert? Unfall oder was? Warte mal, langsam fahren. Ja, Polizei. Was passiert? Was ist da umgekippt oder was? Ja, aber die waren eine Pause, glaube ich, hier. Ja, wir waren an einer beschissenen Strecke. Alles frei. Irgendwas muss da passiert sein, weil glaube ich nicht, sonst müssen sie eine Pause machen. Hast du mal geguckt, die ist glaube ich umgekippt, aber der was. Rappel, rappel. Aber ist hier 80? Auf meinem Navi ist 80. Ich war unter 30 hier. Ja, jetzt ist hier 30. Der 30 wechselt er bei mir. Oh, guck mal, die schönen, die alten Alphas. Oh ja. Alfa Romeo, Spider, oder? Ja, ich glaube. Der Murphy Gang. München steht da. München steht da, Softwarehaus. Freudenhäuser, Messer. Das lasst da keine Chance haben. Ah, erst mit der schönen Luft und alles, aber es ist. Muss. Da geht eine schöne Brise den ganzen Tag. Oh, eine schöne Brise. Ja, aber das eine steile Brise an der See. Auto kommt. Ja. Nach zwei, wa? Was da für eine Chance ist. Los in den Hotel, dann frei. Alles frei, Max. Ich. Achso, warte. Vor jedem Tunnel. Nee, das ist ein Schlotz. Nee, das mache ich. Das ist ja so üblich. Wenn man Bus durchfährt oder so. Ja, klar. Ja, gibt dem Kind einen Namen, wa? Ja, so ist das. Ja, ja. Immer auf Martin schieben, wa? Also, Martin-Song geht nicht mehr. Nee, das stimmt. Dann ging es nicht mehr. Irgendwas ist doch einfach gut. Steuergerät, glaube ich. Das ist doch für Deutschland gemacht. Nee, das hatte ich in Deutschland auch schon. Das schaltet sich aus hier in Frankreich automatisch. Hey, wenn du hinten fährst, kannst du nicht in Spritzbahn hier hin. Was kannst du sagen? Spritzbahn, schön, jetzt kann man laufen. Untertourig hier. Wie viel hast du noch? Wie viel Restreichweite? Bei 24. Oh, 5 mehr als ich. Ja.
Fresse auf ein Schwein. Was? Was? Oh, mal, mal Wasserhund im Fluss. Selten. Leute, dein Einsatz? Guck mal da unten, links, rechts, meine. Oh. Ich möchte es nicht wissen. Lalala. Das ist geil, ja. Kannst du Drohne fliegen lassen? Kann ich sehen. Oh, und da hinten, guck mal da, so schön da hinten. Oh. Vorsicht! Du warst schon nach vorne. Guck mal auf deine Lippe und nach vorne. Auto. Also je länger ich darüber nachdenke, der GS Boxer, desto besser gefällt mir die Idee, wenn Thomas oder Nini hier dran Interesse hätten. Weil die auch alles umschrauben können oder mitkaufen. Ja, die suchen ja eh so Dinge, ne? Also die gucken ja eh mal, also so unsere Zweitbike haben, ne? Maschinen, die dann auch Teile fahren können. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist doch hier optimal. Ja, mit der ich meine, Nini hat mal drauf gesessen und das war irgendwie gar nichts. Ja. Ich muss ja mal fahren.